Gott, ich will ein Ausmist-Video machen und zwar geht es um meine Highlighter. Das wird hart werden. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie hart das wird. Und jetzt fangen wir mal an mit den Sachen. Den gebe ich auf gar keinen Fall her. Das ist einer von MAC. Das war aus einer Marilyn Monroe Kollektion, wo ich zwei Sachen habe. Ich habe ihn kaum benutzt. Ich glaube, das sieht man kaum. Fast gar nicht. Also einmal vielleicht mit dem Finger rein und ich werde ihn trotzdem nicht weggeben. Ich finde die Verpackung wunderschön und den gebe ich nicht her. Also genauso wenig wie den, weil den hat mir die Amy von Amerika mitgebracht. Ja. Sie war ja in London und so und da hat sie mir von Too Faced diesen Leoparden-Highlighter mitgebracht, weil ich den unbedingt haben wollte. Ich habe ihn noch immer nicht funktioniert. Ausprobiert, nicht funktioniert. So sieht die Verpackung aus, finde ich so wunderschön. Ich habe ja keine Too Faced-Sachen und ich hätte gern mehr. Außer eine Lippending habe ich noch, die hat sie mir auch mitgebracht. So sieht das gute Stück aus, habe ich natürlich noch nicht verwendet. Wen hätte das jetzt gewundert? Bevor ich komplett drauf vergesse, die beiden da werde ich natürlich auch nicht aussortieren. Das ist der, den ich jetzt gerade verwende, der Creme Highlighter von Essence. Habt ihr ja im letzten Video gesehen. Und natürlich meinen MAC. Seht mal, was für ein großes Hitterpen da jetzt schon drin ist. Ich bin sehr stolz. Wird sicher noch sehr lang brauchen. Ich glaube, ich brauche sicher 2 Jahre, um den aufzubrauchen. Deswegen habe ich mir da ein bisschen vorgenommen, was wegzugeben. Was nicht einfach sein wird, das ist kein Highlighter. Was wirklich nicht einfach sein wird, aber wir probieren es mal. Und ich habe jetzt schon Angst. So, den werde ich weggeben. Das ist Glitzer. Ich glaube, den schenke ich meiner Nichte. Habe ich eigentlich von meiner Mom, aber ich benutze sowas nicht mehr. Ich habe den früher versucht, als Highlighter aufzubrauchen. Und ich kann ja der Lynn sagen, sie kann den als Lidschatten verwenden. Also den werde ich schon mal auf die Seite legen. Der kommt weg. Dann habe ich hier einen Highlighter von Love. Der ist in so einem Plastikteil drinnen. Der sieht so aus. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Das ist nämlich ein Tester, wie ihr sehen könnt. 100 Irresistible Moment. Den fand ich nämlich so schön und ich war zu geizig, mir den zu kaufen. Also habe ich mir einen Tester genommen. Und den werde ich auch noch behalten. Noch. Was ich natürlich auch nicht weggebe, sind die beiden. Den habe ich erst vor kurzem gekriegt, den mache ich aber nicht auf. Ich habe den nämlich noch geschlossen bekommen, da habe ich mich so gefreut drüber, von einer ganz lieben Dame. Den mache ich jetzt nicht auf. Den kennt ihr, den habe ich mir auch vor kurzem erst gekauft. Das ist ein Creme-Highlighter, den habe ich auch noch nicht benutzt und der ist noch zu. So könnt ihr den sehen. Werde ich natürlich auch nicht weggeben, bei Miss Lean mag ich sehr gerne. Was ich auch nicht weggeben werde, ist der da. Also bis jetzt kommt mir das vor, als wäre weggeben schwieriger als behalten. Der riecht ja so geil nach Kokos, den habe ich mir genommen, obwohl ich den nicht bräuchte. Aber ja, der war mal limitiert. Viele werden ihn sicher noch kennen. Dann habe ich da eine Highlighter-Palette von Love. Ist auch ein Tester. Da bin ich mir noch nicht sicher. Das lege ich kurz auf die Seite. Ich zeige euch das dann noch später. Den gebe ich natürlich auch nicht her. Das ist von der Shish. Also es fängt schon sehr schlecht an, wenn wir mal ehrlich sind. Den gebe ich natürlich auch nicht her. Weil das ist von der Shish Lamé, wo ich den goldenen jetzt verwende. Der rosane. Der ist auch ein bisschen verwendet. Da sieht man noch, wie das Muster ausgeschaut hat. Werde ich natürlich auch nicht hergeben. Oh mein Gott. Dann, den habe ich mir auch erst gekauft. Den Creme Highlighter von Catrice gebe ich auch nicht her. Oh oh. Oh, oh. Gebe ich auch nicht her, ist auch ein Creme-Highlighter. Oh je, sorry. so sieht er aus. Ja. Weil 3 habe ich ja. 3 Creme-Highlighter habe ich. Ja. Das ist auch ein Tester. Von Sleek. Ist noch neu. Muss ich mir überlegen, ob ich das behalte. Das ist aber kein Highlighter. Der muss ja auch auf die Seite gehen, weil es ist kein Highlighter. Dann habe ich hier einen von Makeup Factory. Ja, war ein Tester. Den finde ich so butterig, so weich. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. So. Werde ich natürlich auch behalten. Ich habe mir den ja extra ausgesucht. Oh Gott, das ist echt nicht leicht. Den habe ich sogar schon ein paar Mal verwendet. Von einer alten Essence Ellie. Ich glaube, da wird nicht viel fliegen, Leute. Sorry dafür. Ich glaube, da wird wirklich nicht viel fliegen.
Ach Gott. Naja, der Wille zählt, oder? Es hält. Circus, Circus hat die Ellie geheißen. Da habe ich den Lidschatten aufgebraucht wenigstens. Und da habe ich mir den Highlighter damals auch gekauft. Da bin ich sogar nachgelaufen, diesen Ding. So sieht das aus. Als hätte ich nicht genug goldene Highlighter. Ich glaube, ich habe 3 mit den von Ding. Nein, sorry, es sind 4. Ich habe nur geschaut, was das Bucky gerade macht. Tickets to Paradise habe ich auch den Essence Highlighter. Geh auf. So ein schönes Muster. So ein schönes Muster. 3-mal dürft's raten. Darf bleiben. Ach Gott. Okay, den gebe ich aber weg. Weil den mag ich überhaupt nicht und ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Und ich habe ihn schon oft verwendet. Das ist von Catrice, von dieser Candy Shock Allee. So sieht das aus. Habe ich schon sehr, sehr oft verwendet. Upsi. So sieht das aus. Man kann auch sehen, ich habe ihn schon ein paar Mal benutzt. Seht ihr das? Nur er gibt keine Farbe ab. Ich habe ihn noch als Bruder verwendet und ich mag ihn überhaupt nicht. Also, kommt er weg. Nummer 2. Yay. Den werde ich auch nicht weg. Weil ich ihn auch nicht benutzt habe. Auch aus einer Essence Allee. Ich zeige ihn euch zuerst. So sieht das aus. Ich habe ihn noch nie verwendet wegen dem Muster. Und der war aus der Bloom Me Up Allee. Ich glaube, ihr wisst jetzt, warum ich mich nicht von allen drehen kann, oder? Weil alles Limited Edition ist. Oder zumindest das meiste davon. Okay, den gebe ich aber weg. Den habe ich schon jahrelang. Das ist von Manhattan Sexy Plexi, hat der geheißen. Den habe ich früher urgern benutzt. So sieht er aus. Den werde ich aber weggeben. So sieht er aus. Den gebe ich weg. Yay, noch eins weg. Dann wieder ein MAC, gebe ich natürlich nicht weg, reimt sich. Das ist auch einer meiner Lieblinge, Semi Precious Crystal Pink. Semi Precious, glaube ich, hat die Allee geheißen. Der ist so geil auch. Ja, MAC ist von den Highlightern wirklich gut. Deswegen habe ich dann noch 2, die ich natürlich auch nicht hergeben werde. Das ist ja logisch, das ist einmal Leitzkapet, brauche ich gar nicht nachschauen. So sieht er aus. Und einmal von einer alten LE, da fliegt mir gleich alles runter. Von einer älteren LE. Misbehave. Da habe ich alle 3, glaube ich, mir damals gekauft. Rouge, was da rauskam. Mit dem Herz. Würde ich auch niemals hergeben. Erstens MAC, zweitens schaut sich ihn an. Ja, dann ein Miss Lean werde ich auch nicht weggeben. Ist auch wunderschön. Ich sollte mich langsam, glaube ich, verstecken. Da kämpfe ich nicht mit mir. Bei den Lidschatten war es ein bisschen komplizierter, aber da bin ich sehr hart. Das sind diese Nuggets, diese Goldnuggets. Könnt ihr euch noch an die erinnern von Catrice? Was mache ich damit? Ich kann die ja nicht einmal irgendwen schenken, weil die viel zu dunkel sind. Ich könnte sie als Lidschatten verwenden. Das sind diese... Jetzt krieg ich es nicht zu. Diese goldenen Nuggets von Catrice habe ich mir damals unbedingt einbildet. Ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen. Ich will es nicht aufmachen, weil sonst fliegt mir so ein Ding um die Ohren. Ein Flüssig-Highlighter von Catrice. So sieht die Verpackung aus. Das war ein Test auch. Okay, jetzt habe ich 4. Von denen, den habe ich komplett vergessen. Der darf bleiben. Ich liebe Creme-Highlighter. Überhaupt generell Creme-Produkte, da brauche ich ja gar nicht diskutieren mit euch. Oh, der ist schon sehr alt. Aber aus Sammlergründen werde ich ihn behalten. Ich rede von den hier, das ist von einer LE gewesen. Ja, den werde ich natürlich auch behalten. Ach du Schande. Das ist echt, läuft echt nicht gut für mich. Da ist nur Glitter drin. Werde ich aber auch behalten. Oh mein Gott, da ist nur Glitzer drin. Das habe ich nämlich mal geschenkt bekommen, deswegen werde ich es auch behalten. Oh Gott, da sind noch so viele drin und ich will keinen einzigen hergeben. Und ich habe bis jetzt nur 3 auf die Seite gelegt. Also ich glaube, ich brauche gar kein Vorher-Nachher-Bild machen, das hat gar keinen Sinn. Das hat überhaupt keinen Sinn. Ja. Essence. Vampire's Love LA. Bleibt.
Miss Lean, den hatte ich noch nie offen. Den habe ich mir nämlich damals gekauft, weil ihn eine YouTuberin erzählt hat. Ich glaube, die macht gar keine Videos mehr leider. Aber auf Instagram postet sie hin und wieder was. Und ich habe den komplett verschlossen noch. Und sie hat immer zu mir gesagt, ich soll ihn aufmachen und benutzen. Von Miss Lean, dieses Teil hier. Oh Mann, oder? Oh Mann. Ja. Den werde ich auch nicht hergeben. Das ist von Adeko ein Highlighter. Ich muss ihn zuerst probieren, ob ich ihn, weil den habe ich sehr, sehr oft benutzt damals. Das war mal aus einer Sommerkollektion und der ist so geil. Also den werde ich auch nicht hergeben. Oh Gott. Kramen wir mal die letzten Sachen raus. Und gucken sie sich an. Sorry. Das ist ein Tester. Und da überlege ich, ob ich den weggeben soll. So sieht der nämlich aus. Kann man es erkennen? Ein bisschen vielleicht. Ich überlege, ob ich den weggeben soll, weil ich habe eh genug aufgehoben jetzt und ich glaube, ich werde ihn weggeben. Ja, ich gebe ihn weg. Er ist schön, aber ich gebe ihn weg. Weil von dem hier kann ich mich nicht trennen. Den habe ich nämlich von der lieben Moldavid mal geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, ob viele ihre Videos schauen. Fantasia LE war das damals von Essence und den wollte ich damals unbedingt haben und sie hat ihn mir geschickt und ich war so happy drüber. Ein paar Mal, glaube ich, habe ich ihn sogar verwendet. Jetzt ist so eine Blume drauf. Essence hatte die schönsten Prints immer bei den LEs, deswegen bin ich da so verrückt drauf. So wie bei der Cinderella LE. Abnormal. Abnormal. Ja. Ist der nicht schön? Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt auf meinem Blog habe. Ich hoffe es. Wenn nicht, muss ich das nachholen. Dann habe ich hier noch zwei. Bei dem einen bin ich mir urunsicher. Ich habe den auch noch nie verwendet. Da steht nämlich Multicolor Highlighter. War auch aus einer Limited Edition von Catrice. Ich bin mir unsicher. Er ist unbenutzt. Nicht mal geswatcht. Nichts. Ich habe ihn auf den Behalten-Stapel gelegt. Hat keiner gesehen, oder? Der letzte. Oh Gott. Ich werde den auch nicht hergeben. Ich habe noch zwei, wo ich mich entscheiden muss. Aber den werde ich auch nicht hergeben. Weil ich wollte ihn damals haben. Habe immer mehr eingeredet. Nein, ich habe so viel. Dann war er reduziert. Und dann habe ich ihn mir natürlich genommen. Weil er reduziert war. So sieht er aus. Kennt sie sicher noch. War ja der Urhype, glaube ich. Werde ich nicht hergeben. Kommen wir zurück zu den beiden. Die Love Highlighter Palette. Obwohl, ich will das auch nicht hergeben. Oh Gott. Oh Gott, hilf mir doch. Die sind nämlich schön. Die sind wirklich schön. So viele Highlighter kann ich gar nicht aufbrauchen, so viele wie ich habe. Die will ich auch irgendwie nicht hergeben, weil erstens ist es Sleek. Aber das Problem ist, es ist nämlich auch ein Creme-Highlighter drin, der ist da oben in der Ecke. Deswegen will ich es auch nicht hergeben. Sagt's, ich bin behindert. Sagt es einfach. Ich gebe die beiden auch nicht her. Ich werde jetzt mal, naja, das Problem ist, ich will ja den aufbrauchen. Deswegen benutze ich ja nur noch den von MAC. Sagen wir mal so, ich werde auch hier ein Kaufverbot machen. So wie es bei den Lidschatten ist. Ich habe nämlich vor kurzem, glaube ich, habe ich einen Lidschatten gesehen und ich habe mir gedacht, nein, du hast Kaufverbot. Und ich habe euch Lidschatten zeigen vergessen, weil ich habe noch ganz viele Tester gefunden, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Ist mir aufgefallen, die habe ich erst gestern gefunden. Also sorry. Ja. Deswegen ab jetzt keine Highlighter mehr. Ich habe genug, also ich brauche keine mehr. Nein, ich brauche wirklich keine mehr. Ja. Das lief nicht so gut, wie man sich denken kann. Ich habe nur 4 aussortiert. Einmal den. Einmal den. Einmal mein Maxi. Sexy Plexi, nicht Maxi Plexi. Und einmal den. Also viel ist es nicht. Aber es ist immerhin etwas. Ja. Es ist kein Unterschied, wenn wir mal ehrlich sind. Überhaupt kein Unterschied. Deswegen werde ich euch jetzt das Foto natürlich nicht von vorher nachher einblenden. Hat keinen Sinn. Wie ihr seht, es ist kaum Unterschied.
Ja. Aber ich werde mir keine mehr kaufen. Wenn ich sie so geschenkt kriege wie der von Miss Lin, okay. Den ich euch gezeigt habe, der noch. Wo ist er denn? Da ist er. Den da. Der ist noch komplett geschlossen. Das heißt, wenn ich sowas geschenkt bekomme, okay, aber nur von der Arbeit. So, ich will kein Geschenk bekommen. Das heißt jetzt nicht, dass mir jemand einen schenken soll, um Gottes Willen. Bitte, bitte, nein, nein, nein. Aber ich habe ja schon einen mal aufgebraucht. Das war eine Essenz. Ich weiß nicht, ob ich noch daran erinnern könnt. Den mochte ich auch sehr gern. Also werde ich mir keine mehr kaufen. Ich glaube, ich komme länger als ein Leben damit aus, mit den Resten, was ich da habe. Und ja, lief nicht so gut. Ich bin wirklich enttäuscht. Wirklich enttäuscht von mir, dass da nicht so viel ausgemistet ist. Aber ihr müsst auf. Also, ich muss mich nicht rechtfertigen, aber wer gibt sowas weg, wenn da so ein schönes Muster dran ist? Würdet ihr sowas weggeben? Ich nicht. Könnte ich gar nicht. Es ist auch gar nicht benutzt. Ich meine, okay, man könnte radikal aussortieren und alle, die nicht benutzt sind und weil ich 3 goldene habe, einen oder beziehungsweise 2 gleich ausmisten, aber das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Nein. Also, ich werde alle restlichen behalten, die ich da jetzt reingegeben habe. Ein paar, wo ich mir jetzt auch nicht mehr sicher war, werde ich vielleicht mal zwischendurch mal verwenden. Schauen wir mal. Vielleicht. Ich versuche eher mal jetzt mal einen aufzubrauchen, damit ich mir einen neuen aussuchen kann. Und ich werde mir keine mehr nachkaufen und auch keine Tester mehr mit nach Hause nehmen, damit das nicht noch mehr wird. Es reicht ja der Sleek-Tester, der Love-Tester und der andere Love-Tester. Und dann noch der Catrice-Tester, fällt mir gerade ein. Ich glaube, das war's. Na, Make-up Factory war ja auch ein Tester dabei. Jetzt habe ich das da rein da. Ja, also das lief nicht so gut, aber ich finde das nicht so schlimm. Ich liebe Highlighter. Da kann man mir nichts nachsagen. Bei den Lidschatten habe ich mich schon ein bisschen mehr aufgeführt als jetzt. Ich habe mir, weil viele haben auch drunter geschrieben, dass ich ja so gelitten habe damit. Und deshalb habe ich mir gedacht, das tue ich mal jetzt bei dem nächsten Video nicht an. Wenn ich es behalten will, behalte ich es, ohne dass ich mich irgendwie rechtfertige. Ich will es einfach behalten. Vielleicht fliegt es ja beim nächsten Mal raus. Kann ja auch sein, oder? Man weiß es nicht. Also, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Und ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr noch ein paar Highlighter, die limitiert waren, kennt. Der riecht so geil nach Kokos. Und das war's jetzt mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Bye.